Ja, hallo, ist wieder GBF Acker, der Altmeister, mit dem Let's Play von Quest for Camelot im 6. Level. Und ja, ich will überlegen, ob ich das Murks-Video hochlade, denn ich habe Murks gebaut tatsächlich. Bei der vorherigen Aufnahme. Und zwar war das einerseits, bin ich gestorben, so dass das Spiel wieder von vorne anfangen musste. Und ich wurde von einer Ratte getötet. Das sind die Terrorratten in diesem Level. Und auch die folgenden. Und beim zweiten Mal habe ich tatsächlich einen Gegenstand vergessen. Aber das werden wir jetzt nicht tun. Wir sind jetzt erstmal nach rechts gegangen und haben uns hier diesen Herzcontainer besorgt. Und in diesem Level gilt es jetzt hier einen Waldgolem zu besiegen. Der taucht natürlich, der aussieht, ein bisschen aussieht wie ein Ork. So von vorne. Den man aber nur mit Tricks besiegen kann. Das heißt, man muss da einige Sachen erledigen, bevor man ihn erledigen kann. Hola Lissi. Die Ramataka hat irgendwie nicht funktioniert. So, und ja, diesen Energiecontainer nehmen wir uns mit. Und in dieser Map können wir auch wieder buddeln nach Energie und nach Lebensenergie und ja, wie heißt es nochmal? Geld. Wir können Geld buddeln. Garrett, dies ist eine sehr gefährliche Gegend. Hier soll ein Golem sein Unwesen treiben. Sei vorsichtig. Vor langer Zeit habe ich hier eine Falle aufgestellt, aber ich habe vergessen, wo sich ihr Schalter befindet. Am besten suchst du ihn und fängst den Golem in der Falle. Ja, das ist der erste Schritt, um den Golem zu bezwingen. Den Gol-Ork. Das hier ist ein Areal, in das wir ihn einsperren können. Denn der Schalter befindet sich hier, in diesem Busch. Wir lassen die Tür offen, wir wollen ihn ja dahin locken. Bevor wir ihn nicht besiegt haben, kommen wir halt nicht weiter. So, und er befindet sich hier. Und da kommt er schon angedackelt. Ziemlich breiter Kerl ist das. Und hat so Hauerzähne. Ja. Im Film kam es natürlich nicht vor. Da gab es keinen Golem. Es gab bloß diesen Felsenriesen. Wobei, da kann man ja sagen, das war er. Autsch. Schnell, 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 schnell. Ja, und eingesperrt. Sehr gut. Was? Ich wurde niemals eingesperrt. Und jetzt wagt es eine kleine Göre, mich gefangen zu nehmen? Aber du hast die Rechnung ohne mich gemacht. Meine Waldgeister werden mich befreien und dann gnade dir der Allmächtige. Ja, weil er kann tatsächlich ausbrechen. Und ist weiterhin unverwundbar. Es sei denn, wir zerstören jetzt hier seine komischen Waldgeister, alias diese Büsche hier. Finden sich auch in diesem Gebiet hier, in dem oberen Bereich, also jenseits davon, wo er gekommen ist. Wenn wir erstmal hier alles säubern von Büschen, die Buschbeseitiger vom Dienst. Einfach mit dem Schwert einmal schlagen und dann sind sie weg. So, war hier oben noch einer. Ja. Und hier ist eine Barriere, die erst verschwindet, sobald wir den Golem tatsächlich besiegt haben. Also man kommt hier sonst nicht weiter. Selbst wenn man es am Golem vorbeischafft, schafft man es nicht vorbei. Ja. Diese Schilder sind nur als Dekoration hier. Man kann sie nicht lesen. Und hier ist jetzt der Golem, der uns nicht angreifen kann, weil die KI nicht schlau genug ist, um die Ecke zu kommen. Was gut ist, weil ich möchte nicht von ihm verfolgt werden. Er kann da ruhig hocken bleiben. Garrett hat wahrscheinlich auch noch was zu sagen. Ich weiß es. Konntest du den Golem in die Falle locken? Ja, aber er ist entkommen und ist mir auf den Fersen. Das habe ich befürchtet. Ich glaube, dass er seine Macht aus den Pflanzen um ihn herum bezieht. Er ist ein Pflanzengolem. Ich habe bemerkt, dass sich eine Reihe von Büschen bewegte, als er sich beim Ausbruch konzentrierte. Dann beeil dich, zerstöre alle Büsche. Willst du mir nicht helfen, Garrett? Nein, okay. Oh, kann man die Schilder jetzt doch lesen? Betreten verboten. In diesen Wäldern lebt ein Ungeheuer. Viele Reisende sind bereits verschollen. Sei gewarnt. Ja, das ist auch nett, dass man in Camelot Ländereien daran denkt, die Bevölkerung darüber zu informieren, dass ein riesiges Monster im Wald rumläuft. Aber dass die Ritter den mal entfernen könnten, nee, das überlässt man lieber hier Kaylee als, ja, noch nicht mal Novizin oder Rekrutin oder Knappin. Das klingt auch toll, Knappin. So. Ist hier noch ein Busch? Ja, da sind auch welche. Und dann müsste es eigentlich hier gewesen sein. Herzcontainer habe ich ja mitgenommen, ja.
werde ich nicht nochmal vergessen und ich werde mich nicht von Ratten umbringen lassen. Und jetzt können wir tatsächlich den Lebensbalken des Golems auch hier reduzieren. Vorher wäre er ständig gleich geblieben. So, und das war er. Damit haben wir den Waldgolem bezwungen. Ich kann nicht glauben, dass du mich besiegt hast. Verschwinde aus dem Wald. Im Nordosten befindet sich ein versteckter Ausgang. Er ist nun offen. Komme nie wieder zurück. Ja, und er ist jetzt wieder hier durchsichtig geworden. Er ist anscheinend spielmechanisch verschwunden aus der Engine. Aber der Sprite bleibt da. So, und jetzt können wir auch wieder buddeln. Denn das geht in dieser Region tatsächlich. Und wir bekommen ja, wie gesagt, auch Energie und Geld. Kommen wir auf 999. Steht's offen. Okay, was steht denn hier auf diesem Schild? Anscheinend liest man die von oben herab. Dies ist das Reich des Golems. Wenn du auch nur einer Pflanze schadest, wirst du mit dem Leben bezahlen. Aha, das ist ja interessant. Ist mir aber noch nicht passiert jetzt. Ich glaube, ich habe eher den Golem besiegt. So war es. Ja, und nochmal eine Schildlesung hier. Nur der Golem kann diesen Ausgang öffnen. Ja, alles Infos, die wir schon kennen und wissen. Hier ist noch ein Ritter rumgelaufen. Ein schwarzer Ritter. Und dann gehen wir ins nächste Areal und wir können nicht zurück. Das ist tatsächlich eines der Probleme an diesem Level. Und nehmt euch vor, den nicht von den Schlangen in Acht. Die sind nicht so wild. Es sei denn, sie fangen einen und dann muss man sie wieder abschütteln. Es sind die Ratten. Die haben mich beim letzten Mal nämlich umgebracht. Und der Grund ist einfach, die machen viel mehr Schaden jetzt. Man kriegt immer nur noch einen Erfahrungspunkt von denen, aber die machen jetzt 2 Herzen Schaden. Und ich hatte noch 2 Herzen und habe gedacht, einmal kann es sich noch treffen lassen, bevor es heikel wird. Und das war dann aber nicht der Fall und da bin ich gestorben. Und beim zweiten Mal habe ich, wie gesagt, den Herzcontainer aus dem vorherigen Schema jetzt gerade hier vergessen. Und ja, das ist jetzt mein drittes Mal, dass ich dieses Level versuche. Und dieser Waffenmeister, ich weiß nicht, was seine Sache ist. Ich hoffe mal, ich krieg trotzdem das Pergamentstück. Denn er sagt mir jetzt hier, dass ich irgendwie nicht genug Erfahrung habe, um die nächste Schwertattacke zu erlernen. Aber ich kann auch keine neuen, sag ich mal, Erfahrungspunkte bekommen, weil man kann das Gebiet nicht resetten in diesem Level. Ich kann ja nicht jetzt wieder zurück zum Waldgolem-Level, wo die ganzen Ritter waren, weil die geben ja 4 Erfahrungspunkte, immer noch die meisten im ganzen Spiel. Aber da kann ich einfach nicht hin zurück. Und er sagt mir jetzt, du magst den Golem besiegt haben, aber dein Schwert ist noch lange nicht stark genug, damit du eine neue Technik erlernen kannst. Kehre zurück, wenn du über genügend Erfahrung verfügst. Ja, ich kann nur vermuten, dass er damit hier meine Erfahrung meint, im Schwertkampf hier. Sword Experience, 827. Es fehlt mir gar nicht mehr so viel, aber es ist anscheinend genug. So. Das, oder zu wenig, dass er sagt, hier bringe ich die neueste Attacke bei. Jetzt habe ich schon wieder 2 Herzen verloren. Ich muss hier dringend buddeln. Und mich von den Ratten in Acht nehmen. Die sind schnell und machen verdammt viel Schaden. Also alles Schlimme kombiniert. Ja, und da sind Devon und Cornwall, alias Feuer und Flamme wieder. Wir sind hungrig. Äpfel werden jetzt genau richtig. Igitt, wir möchten jetzt lieber Orangen essen. Ich muss schnell nach Camelot. Wenn ich euch etwas zu essen bringe, werdet ihr mich dann hinfliegen? Dummes Menschlein, wir können doch gar nicht fliegen. Werdet ihr es wenigstens versuchen? Na gut. Probieren geht über Studieren. Also haben sie es nie probiert. Auf keinen Fall, das lasse ich nicht zu. Ach kommt schon, ein Versuch kann doch nicht schaden. Na gut, aber nur weil du es bist, Haley. Katie. Was sag ich, Haley? Uah. Weg von diesen Ratten. Gefährlichste Gegner ever. Man sollte es gar nicht meinen. Sind ja immer die leichtesten Gegner eigentlich in jedem Spiel, aber hier sind sie wirklich tödlich. Und man sollte sie nicht unterschätzen. Da ist wieder einer. Komm, verzieh dich hier. Oh Mann. Komm. Einfach weg da. Ja, danke. Danach geht's in diese Höhle. Mit fleischfressenden Pflanzenablegern. Wo wir wieder warten müssen, bis sie hier innehalten. Lalalala. Autsch. Oder auch nicht. Sehr gut. Und in so einer stinkigen Höhle findet man natürlich auch eine Orange. Ist ja klar, die wachsen in Höhlen. Fleischfressenden Pflanzen. Du besitzt jetzt eine Orange. Lecker. Ich hätte jetzt Lust auf Orangen. Autsch. Ah Gott, irgendwie komme ich an den Dingern nicht vorbei. Ohne Schaden zu nehmen.
So, jetzt werden wir in einen anderen Bereich teleportiert und links befindet sich jetzt hier ein Apfel. Müssen wir natürlich auch Devon und Cornwall geben. Jeder kriegt halt was. Damit wir jetzt gleich ein Fluglevel machen können. Und ich werde mich von dieser Ratte hier verabschieden. Uah, verfolgt sie mich? Uah. Da habe ich echt keine Lust zu. Wow. Ich brauche mehr Lebensenergie. Aber wir haben 999 Münzen jetzt. Aber Geld ist nicht so wichtig wie Lebenspower. So, und hier befindet sich ein Juwel, das wir natürlich auch mitnehmen werden müssen. Jupp, für das Pergament am Ende. So, jetzt können wir das den beiden geben. Es ist ein sehr kurzes Level eigentlich. Also, gerade mal 10 Minuten hier, die ich dafür jetzt gebraucht habe, wenn man weiß, was man machen muss. Oh, das ist ja ein Apfel. Hey, das ist ja eine Orange. Du bist ein Goldstück, Kelly. Diesmal muss ich diesem Typen zustimmen. Oh oh, jetzt müssen wir etwa ein Versprechen einhalten. Ich fürchte, wir müssen. Also versuchen wir es, bevor wir es uns anders überlegen. Mein Pächterkräuter, ich muss dir schon wieder zustimmen. Ja, jetzt werden wir in die Luft teleportiert. Und es beginnt das, Fluglevel. Bei dem wir hier langsamer und schneller fliegen können, je nachdem, was wir drücken. Und diese Fledermäuse bewegen sich in Kreisen, in kreisenden Bewegungen. Wenn man zu langsam fliegt, können sie einen auch noch erwischen, wenn man schon an ihnen vorbeigeflogen ist, weil sie hinter einem quasi noch wieder hochkommen. Und einem quasi in den Arsch fliegen. In den Drachenhintern. Schon wieder Drachenhintern. Ja, hier ist gerade ein neues Gebiet geladen worden. Das ist also das Land von Camelot. Tolle Hütten. Ein paar Baumpunkte. Pfützen. Und viele, viele Wolken. Endboss in diesem Level ist übrigens, sieht aus wie ein Drache und ich dachte auch immer, das wäre immer ein Drache, aber es ist tatsächlich angeblich eine Chimäre. Und Chimären sind ja, Zwitterwesen oder so Zentaurenwesen oder auch Löwenkopf und eine Schlange als Schwanz und mit der Ziege auf dem Rücken, mit dem Ziegenkopf auf dem Rücken. So wie in Monster My Packet. So einfach irgendein Wesen, was aus mehreren Versatzstücken besteht, aus mehreren tierischen Versatzstücken, zusammengestöpselt ist. Friesenrecht ist, da sind das halb Menschen, halb Tiere. So hat jeder so, ist genau wie mit den Ogern. Jeder versteht darunter was anderes in jeder Fantasy-Geschichte. Das ist so ein Sammelbegriff. Oder Orks sind ein bisschen standardisierter, Zwerge sowieso. Und da ist der Endboss jetzt schon, wir haben ihn gerade langfliegen sehen. Wir bleiben hier in der unteren Hälfte und er bleibt in der oberen Hälfte und macht dann immer ab und zu diesen Sturzflugangriff auf uns, diese Chimäre hier. Wir müssen eigentlich nur mal draufrotzen. Ich versuche, in seiner Flugbahn zu bleiben. Damit ich ihn vorausschauend schießen. Ja, genau. Das ist entscheidend. Muss quasi ein bisschen vorhalten mit diesem Projektilangriff. Das sind übrigens Münzen. Ja, da Devon und Cornwall anscheinend kein Feuer spucken können, müssen sie auf Münzen zurückgreifen. Ein paar Mal kann man sich treffen lassen. Und das war er auch schon. Die Chimäre. Und dann fallen wir plötzlich runter, direkt in Merlins Hütte. Welch ein Zufall, dass er gerade da seine Hütte hat. Merlin sagt uns, ohne die Hilfe von Devon und Cornwall hättest du es nie rechtzeitig geschafft. Ruber hat Juliana benutzt, um sich Zutritt zu Camelot zu verschaffen. Ein heftiger Kampf zwischen Arthurs Rittern und Rubers Armee ist entbrannt. Beile dich und rette Camelot. Ja, und wir kriegen das Pergamentstück. Sehr gut. Also, hat nichts mit dem Schwertmeister zu tun. Der ist anscheinend nur da gewesen, um uns zu sagen, dass wir zu schwach sind. Sehr gut. Kelly, du hast alle Geheimnisse dieser Gegend entdeckt und jetzt kann ich einen Teil des Pergaments erzeugen. Wir sind der Rettung Camelots wieder einen Schritt näher und wir nehmen das Ding an uns. Und uns fehlen bloß noch zwei. Ja, und zwei große Level stehen uns jetzt noch bevor. Ja. Ruber ist es gelungen, in Camelot einzudringen. Jetzt versucht er, König Arthur zu stürzen und sich selbst zum neuen König zu erklären. Zu allem Unglück gibt es nichts, was die Ritter tun könnten, solange sich Excalibur in den Händen des Abtrünnigen befindet. Während sich die Ritter tapfer Rubers Horden entgegenstellen, muss Kaylee versuchen, den Irrsinnigen zu finden, den Irrsinnigen, und aufzuhalten, bevor es ihm gelingt, den König zu erreichen. Yeah.
Jetzt geht's in die Burg. Das ist dann Level 7. Und da sehen wir Ruba gerade mit dem Greifen reden. Das ist aber aus dem Anfang des Films eigentlich eher. Aber der Greif ist tatsächlich ein Endboss in diesem Spiel. Und das ist Camelot. Sieht ein bisschen aus wie eine Steinzeitbehausung. Im Film ist alles keltisch angehaucht, wobei Camelot ja britisch ist eigentlich. Wobei das waren ja auch eher so Bretonen oder auch eher keltisch. Im Gegensatz zu den Angelsachsen, die dann ja als Antagonisten herhalten in der Regel. In der Arthurs-Geschichte. Und das Kaylee. Guck nochmal in den Himmel. Und sonst sind wir jetzt im 7. Level. Wir speichern. Und ich sage, wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Horror-Level zu überwinden. Das war GBF Akademeister und ich sage, bis dahin.